Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist wie immer Carsten Eckert und heute ist der zweite Tag der E-World. Wir sind natürlich weiterhin hier vor Ort und ihr könnt auch sehen, wir sind hier direkt an unserem eigenen Stand. Ich werde euch gleich nochmal ein bisschen genauer unser neues E-Book zeigen, denn wir haben es tatsächlich geschafft. Gestern ist noch rechtzeitig unser 100-seitiges Buch in gedruckter Form hierher geliefert worden. Und ihr könnt es praktisch ab nach der E-World auch in unserem E-Commerce-Shop auf der Webseite energiewirtschaft-einfach.de bzw. carsten.energy beziehen. Das sind 100 Seiten Lernheft zur Energiebranche, sowas gab es bisher noch gar nicht. Leider war es das schon. Viel mehr Szenen konnte ich leider Gottes gar nicht aufzeichnen, weil ich im Prinzip den Rest der E-World an unserem eigenen Stand war. Tag 2 und Tag 3, ich bin praktisch gar nicht über die Messe drüber gelaufen. Aber ich habe trotzdem zwei richtig coole Video- bzw. Audioformate, die ich von der E-World noch mitgebracht habe. Die werden an den nächsten beiden Tagen auch hier auf dem Kanal veröffentlicht. Einmal hatte ich ein Interview mit EWERK. Das ist ein IT-Anbieter. Sage ich jetzt erstmal ganz grob, ihr werdet dann morgen erfahren, was die genau machen. Die sind richtig fancy. Die sind unter anderem nämlich auch bei der Leipziger Energiebörse im IT-Bereich. Die haben da also Software programmiert. Die machen das für Übertragungsnetzbetreiber, für Stadtwerke. Sind aus Leipzig, was ja auch für mich hier als Gera relativ gut um die Ecke ist. Und die haben eben auch auf der E-World richtig coole Dinge dafür gezeigt, wie man aus Daten und auch aus vielen Daten wirklich greifbare Ansätze, Geschäftsmodelle und Mehrwerte für die Leute schaffen kann. Da haben wir ungefähr 10 Minuten Video draus gemacht. Das findet ihr dann morgen hier auf dem Kanal und übermorgen. Das ist bisher nur ein Audio-Feed. Ich werde mal schauen, wie ich das noch hier als Video halbwegs hübsch mache. Das findet ihr ansonsten also auch auf dem Podcast. Ist ein Audio-Interview mit der Campus EW, mit dem Geschäftsführer von Campus EW. Das ist ein Seminaranbieter für die Energiewirtschaft, mit dem wir sehr gerne zusammenarbeiten und auch gerne auch in Zukunft noch viel mehr zusammenarbeiten. Die haben nämlich einen ähnlichen Ansatz, wirklich greifbare Seminare zu machen, das Ganze ein bisschen näher am Menschen zu produzieren. Und mit denen werden wir jetzt wahrscheinlich auch in Zukunft ein bisschen mehr online zusammen machen, sodass ihr hier und auch bei denen viel mehr Angebot findet und wir gemeinsam die Energiewirtschaft richtig gut einfach machen können. Das also in den nächsten beiden Tagen hier im Videofeed und morgen wahrscheinlich auch alles zusammen mit so ein bisschen mehr Erklärung im Podcast-Feed von Energiekram. Ja, ansonsten, wir haben tatsächlich deswegen auch so viel Zulauf auf dem E-Word-Stand gehabt, weil wir ja tatsächlich, wie ich berichtet habe und wie ihr gerade schon ein bisschen gesehen habt, dieses Buch hier fertig hatten, unser 100-seitiges Lernheft für die Energiewirtschaft, was es so tatsächlich noch nie gab. Wir haben uns also, die Sophie Schaller, meine liebe Mitarbeiterin und ich, viel, viel Mühe gegeben, richtig coole Übungen, Erklärungen, Lösungsteile und Geschichten und Hintergründe und so weiter für die Energiewirtschaft zusammenzustellen, was, denke ich, also wirklich sehr, sehr hilfreich sein kann für alle Arten von Azubis, Studenten, Quereinsteigern oder eben auch Leuten, die nochmal Dinge nachlesen wollen. Das werden wir ab dieser Woche auch in unserem Online-Shop haben, den ich dann auch unten verlinke. Ihr könnt euch das gerne dort kaufen. Wenn ihr Studenten seid, könnt ihr mir auch eine Nachricht schicken, also über das Formular, was auf der Webseite ist oder über die E-Mail, die hier sowieso funktioniert oder schickt mir über YouTube eine Nachricht oder was auch immer für einem Portal, schickt mir mal eine Nachricht. Wenn ihr es euch ernsthaft nicht leisten könnt, dann kriegt ihr es im Zweifel über andere Wege, wir werden da das Ganze regeln können. Ansonsten, wenn ihr zum Beispiel ein Stadtwerk seid und sagt, naja, das ist richtig cool, das will ich in größerer Form nutzen, ich will da zum Beispiel auch mehrere Exemplare haben, dann auch mal eine Nachricht schicken, dann kriegen wir dafür eine Lösung. Ansonsten ist es im Shop über PayPal, Kreditkarte und so weiter, könnt ihr euch das da kaufen und bekommt das PDF.
Die Übungsteile und Lösungsteile haben im PDF dann auch entsprechende Formularfelder. Das ist alles noch nicht super hübsch, aber es funktioniert ganz gut. Für die, die das Ding ausgedruckt bekommen haben auf der eWord, es gibt da noch ein paar orthografische Fehler, ja, ein paar Buchstabendreher. Die haben wir jetzt im PDF bereits hübsch gemacht. Wenn ihr das noch haben wollt und ihr habt es auf der eWord schon geholt, ihr wisst Bescheid, ihr könnt mir da eine E-Mail schreiben. Kriege ich das auch nochmal zugeschickt. Ansonsten wird das weiter entwickelt. Das eine, dieses Hauptmachwerk wird weiter wachsen. 100 Seiten reichen da auch noch nicht wirklich, um alles rüberzubringen. Wir werden ein paar weitere solche Dokumente und E-Books schaffen. Wir werden mehr Online-Kurse jetzt entwickeln, weil es ja jetzt wirklich losgeht. Die eWord war nämlich fantastisch. Der Zulauf und die Zustimmung und die Begeisterung haben mir richtig, richtig viel Kraft gegeben. Es war einfach unglaublich viel los. Wir haben die 100 Stück, die wir dafür gedruckt haben, komplett verteilen müssen. Ich konnte ein paar noch sichern, weil ich habe noch andere Termine. Jetzt auch mit interessierten Kunden und da brauche ich noch ein, zwei Stück. Aber ansonsten ist alles auf der Messe losgegangen. Das war richtig, richtig gut. Ihr habt auch fleißig Schokolade und Gummibären bei uns mitgenommen. Von daher, vielen Dank. Wir mussten nicht mehr so viel zurückschleppen. Das war toll. Ansonsten, die eWord. Ja, nächstes Jahr sind wir wieder dabei. Das werde ich jetzt demnächst schon mal klären. Aber wahrscheinlich mit einem etwas größeren Stand und vielleicht auch nicht ganz alleine. Vielleicht machen wir irgendeinen coolen Gemeinschaftsstand mit ein, zwei Partnern, mit denen wir darüber gesprochen haben. Jedenfalls, wie gesagt, morgen kommt hier das Interviewformat mit der eWerk im IT-Bereich. Übermorgen das Interviewformat mit der Campus EW, Seminaranbieter, die es eben auch ein bisschen anders und besser machen wie manche Mitbewerber, wie ich finde. Und dann kommt am Donnerstag schon wieder ein fachliches Video und am Freitag wahrscheinlich so ein bisschen Energiewende. Wir haben noch ein paar tolle Daten und Informationen zusammengesammelt und werden das nochmal ein bisschen hier in eine Videoform packen, warum das so richtig gut funktioniert. Obwohl ja so viele sagen, Versorgungssicherheit und Co. Nee, das funktioniert richtig, richtig gut. Da haben wir mal was Schönes vorbereitet, warum das Ganze unaufhaltsam ist und auch funktioniert. So viel zu heute, so viel zum eWord Recap, leider Gottes. Wie gesagt, sonst keine schöne Aufnahme von der eWord selbst. Das kommt aber dann im nächsten Jahr. Da werde ich einfach ein paar Leute hinstellen, die nichts anderes machen, als Videos aufzuzeichnen. Naja, schauen wir mal. Okay, nehmt ihr bitte nicht krumm, dass ihr sonst keine Einblicke gewonnen habt. Im gestrigen, also im Video vom ersten Tag, habt ihr entsprechend ja ein bisschen was zumindest sehen können. Okay, das war's erstmal für heute bei Energiewirtschaft, einfach der Online-Akademie für die Energiebranche. Bleibt dran, es kommen noch ein paar tolle Videos im Laufe der nächsten Tage. Mein Name ist Carsten Eckert, bis zum nächsten Mal.